Die Netzhoppers Königs Wusterhausen empfingen im DVV-Pokal Viertelfinale die Berlin Recycling Volleys. Die Berliner waren trotz schlechten Saisonstarts klarer Favorit, hatten die Netzhoppers doch einen noch holprigeren Start und die Verletzung von Schlüsselspieler Theo Timmermann zu verkraften. Ich habe erwartet, dass unsere Leistungsträger sich steigern, und das haben die genau das getan. Also Casey und Dirk waren sehr gut heute, über 60% Quote. Die haben uns wirklich am Leben gehalten, die ganze Zeit. Die Steigerung der Netzhoppers reichte, um zu Beginn der ersten beiden Sätze mit dem deutschen Meister auf Augenhöhe zu agieren. Aber jeweils in der entscheidenden Phase zeigte sich die größere Qualität der Recycling-Volleys. So ging trotz der lautstarken Unterstützung der sehr gut gefüllten Landkost-Arena der erste Satz mit 25:20 und der zweite mit 25:22 an die Gäste. Man ist auch bekannt, dass hier immer gute Stimmung ist, hier viel los ist in der Halle und natürlich dann die Mannschaft auch 100% kämpft. Von daher wussten wir, dass es heute nicht einfach wird und war dann auch so. Und am Ende, ja, denke ich, haben wir das dann immer ganz gut gemacht, dass wir dann gerade am Ende halt nochmal einen Zahn zulegen konnten und dann immer die Sätze dann einigermaßen deutlich gewonnen haben. Deutlich wurde es vor allem im dritten Satz. Dieser ging mit 25:19 an den nun drückend überlegenen Serienmeister aus Berlin. Die Netzhoppers konnten trotzdem zufrieden mit ihrer Leistung sein und blicken in die Zukunft. Gebühl zu uns kommen werde. Also jetzt am Samstag, wir haben den im Pokal geschlagen. Und jetzt kommen die bestimmt mit einem Gefühl, jetzt wollen wir uns revanchieren. Das Duell mit dem punktgleichen Volleyball-Bisons Bühl ist Weichenstellen für die Netzhoppers, droht man bei einer Niederlage doch den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren. Bei einer ähnlichen Leistung wie gegen die BR-Volleys oder beim überzeugenden 3:2 über Bühl im Pokal muss den Netzhoppers aber nicht bang sein.